Dhaka, August 2015. Niloy Neel wurde in seiner Wohnung mit Macheten zu Tode gehackt. Der vierte Blogger, den Islamisten in Bangladesch in diesem Jahr umbringen. Der Grund? Er kritisierte religiöse Fundamentalisten. Bloggerin Shami Haq war eine enge Freundin von Niloy Neel. Als sie von dem Angriff hört, fährt sie sofort zu seiner Wohnung. Die Bilder kann sie bis heute nicht vergessen. Die Gefühle kommen immer wieder hoch. Wie ich dastehe, überall Blut und da liegt Niloy Neels Kopf abgetrennt vom Körper. Ich war total geschockt und danach verunsichert. Ein paar Tage später verfolgten mich Leute und da war ich mir sicher, auch mir könnte was zustoßen. Kurz nach dem Mord demonstriert sie noch. Dann gerät sie selbst ins Fadenkreuz der Verfolger. Sie bekommt Polizeischutz. Ihr Studium muss sie beenden. Eins aber lässt sie sich nicht nehmen. Sie bloggt weiter. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen fürs Schreiben umgebracht werden. Aber 2015 wurde klar, Schreiben ist sehr gefährlich in Bangladesch. In ihrer Heimat kämpft Shami für Menschenrechte, als eine von wenigen Frauen. Sie verlangt gleiche Chancen für alle und kritisiert den Einfluss der Religion im islamischen Bangladesch. Das bringt sie auf eine Todesliste religiöser Fundamentalisten. Genau wie zuvor ihren besten Freund Onono Ajad. Er traute sich nur noch mit Helm raus, aus Angst vor Machetenangriffen. Jetzt sind sie nach Deutschland geflohen, in Gedanken aber bei den Bloggern in Dhaka. Sie sind viel mutiger als ich, weil sie immer noch in Bangladesch sind und gegen die Fundamentalisten kämpfen. Wenn ich darüber nachdenke, frustriert mich das sehr. Aber bloggen, sagt Shami, können sie schließlich von überall aus. Und seit sie in Deutschland ist, fühlt sie sich dabei zum ersten Mal seit langem wieder sicher.